So, kommt zu mir. Willkommen auf dem Dach. Danke. Ich bin das erste Mal da oben. Darf man das sagen? Nein, ich bin absolut nicht schwindelfrei. So, also, das ist sie, unsere Solaranlage, unser günstiger Strom, sage ich immer wieder. Sieht toll aus. Fehlt noch ein bisschen, aber ja. Ja. Gut, also fangen wir an. Heute geht es darum, Solaranlage, wieder ein paar Zellen rauf zu montieren. Und ich denke, ich werde ein bisschen arbeiten und Priska wird ein bisschen interviewen und fragen. Genau, ich werde die Fragen stellen. Und das Ziel ist es, eigenen Strom zu produzieren, vom eigenen Dach, damit wir einfach Strom haben. So, also, ich mache mich bereit und du kannst loslegen. Ich schaue, wo ich hinlaufe, hingehe. So. Hast du echt gut dein Mobiliar zusammen, dein ganzes. Alles, was ich brauche hier, Equipment, das war zur Montage. Hier drin hat es noch diese, wie sagt man dann? Das ist die Krimp, Einrichtung Krimpzange, die MC4-Stecker, die ist das zum Verbinden der Solaranlage, der Solarzellen. So, also. Und dann. Und das Dach hält, hä? Das hält, ja. Das hält. Das hält. Musst du keine Angst haben. Das ist. Also ich bin es gewohnt. Ja, man, es ist halt schon, man denkt, es ist hoch oben, aber ich sage auch immer wieder, man fällt ja auch nicht vom Fußgängerstreifen runter. Oder man fällt ja auch nicht vom Fußgängerstreifen auf die Straße oder so. Das ist wieder ein Beispiel. Ja, es geht in diese Richtung. Ja, ja. Also, wie geht das nochmals? Oh. Ja, also die Sicherheit, Arbeitssicherheit ist extrem wichtig. Habe ich Anja auch immer wieder gesagt, du ziehst etwas an, du tust dich irgendwie sicher, denn ja, jetzt, wenn man da oben steht, es ist ja nicht steil so, aber es hat eine gewisse Schräge natürlich und es ist ja meistens so, wenn etwas passiert, dann geht es dumm, das ist ja immer so und lieber einmal zu viel sichern, wie einmal zu wenig. Genau. Das Ziel ist, ich möchte irgendwie noch ein bisschen alt werden. Ja. Und ja. Ja, gesund alt werden. Das ist das Wichtigste. Kann ich dir helfen? Die Ferien waren ein bisschen zu fein. Ja. Zu viel gegessen. Ja, ja. Wir müssen wieder ein bisschen schauen. Aber für das sind ja Ferien auch da. Also wenn man in die Ferien geht, muss man ja nicht Diät machen. So, also, wieso geht das jetzt nicht? Jetzt müssen wir echt noch einen Schnitt reinmachen. Aber sonst geht das auch immer. Jetzt muss ich einfach hier durch. Das Runde. Durch das Eckige. So, irgendwie so. Und da kommt dann noch so ein Seil rein. Das ist einfach. Sicherheit ist natürlich wichtig, oder? Und, man kann schon ohne Arbeit, aber es ist immer so ein mulmiges Gefühl am Abgrund. Und wenn man so ein Seil hat, kann man sich echt gut hineinhängen und da kann man echt gut. Es geht einfach besser, ist einfach angenehmer. Ja, es gibt einem ein sicheres Gefühl. Ich meine, ich filme schnell runter. Es ist schon, es ist wahnsinnig hoch. Seht mal. Ja. Man hat hier natürlich eine ganz andere Aussicht, aber eben immer schauen, wohin man läuft, wohin man tritt. Gut, also, was wir hier haben ist unser Dach. Mats hat uns das Dach erzählt. Unser Dach ist groß, das ist ein Wohnhaus, hat Platz 35 Kilowatt Peak Anlage, also 500 Kilowatt Peak Anlage, 78 Solarzellen. Und der Wechselrichter ist 31 Kilowatt, oder wird sein, den habe ich installiert. So, und dann mache ich jetzt mal bereit. Ich hoffe, es interessiert euch auch, das ein bisschen anzuschauen hier. Also, dann habe ich hier für dich, Priska, noch. Hallo. Das
mein Strommessgerät, damit alles läuft. Braucht schon ein grosses hier. Da noch deine Fragen. Jawohl, ich bin heute eben Interviewerin. Denn ja, es sind viele Sachen, spannende Sachen, und wir haben da Notizen gemacht, dass ich da auch sauber durch die Runde komme mit Fragen stellen. Ich muss mich wieder einrichten. Das, ja, wir machen das Dach, mache ich selber, oder? Und, jetzt ja, eigentlich wieso? Weil es gibt ja genügend Firmen, die da kommen, eingerichtet sind, und wusch, die Solarzellen sind oben in einem etwas schnelleren Durchlauf als bei uns. Denn ja, wir haben ja rundum, seht ihr ja, es gibt ja immer Arbeit, und die muss ja auch gemacht werden. Und wieso hast du das jetzt eigentlich selber gemacht? Das große Problem ist da das Dach hier. Das Dach hier, das ist Eternit, mehr als 40 Jahre alt, und das hat Asbest drin, oder? Und zuerst wollte ich sagen, eigentlich wollte ich, ich mache jetzt eine riesige Solaranlage auf das große Scheunendach. Das wären so 100 Kilowatt Peak, echt coole Leistung. Und da hat es Offerten gemacht. Okay, die Offerten waren auch schon sehr teuer, muss ich schon sagen. Und dann hat es geheißen, was? Asbest, Eternit. Da kommen wir nicht. Wegen der Suva, und niemand wollte die Löcher bohren ins Dach. Und dann habe ich gesagt, gut, ein Grund, mache ich die Löcher selber. Und dann irgendwann, mache die ganze Solaranlage selber. Es interessiert mich wirklich, das Strom produzieren, Strom zu machen. Das ist wirklich interessant. Und ja, dann mache ich, ich mache selber. Und jetzt bin ich dran. Halt in mehreren Etappen. Ich habe im Frühling angefangen, Dach zu sanieren, das Gerüst zu einer Unterkonstruktion zu montieren. Und jetzt bin ich dran mit der Solarzelle. Es geht ein bisschen länger, aber schlussendlich habe ich es selber gemacht. Ja, und man sagt ja, gut Ding will Weile haben. Ich habe auch Zeit. Also, wenn man es selber machen will, braucht es einfach Zeit. Und, ich habe jetzt auch die Solarpanels selber aufmontiert. Das geht echt gut auf dem Dach. Es ist ein ganz einfaches Dach eigentlich. Es ist absolut nicht schräg, es ist fast gerade. Ja, fast gerade. Man kann gut laufen, es ist nicht gefährlich, oder? Und da kann ich sehr gut hier oben herumtouren. Und dann habe ich, mal schauen, ob ihr das seht, die schweren Module werden hier mit dem Stapler hinauf getransportiert, gehievt, ja, wie auch immer. Ja, das hilft schon. Wir haben viele Maschinen, die setzen wir auch in die Maschinen, und dann funktioniert das echt gut. Und jetzt bin ich dran, es geht. Und heute zeige ich euch ein bisschen, ja, wir machen ein bisschen, ich montiere und erzähle, wie wir da unseren eigenen Strom produzieren. Du, aber diese Panels sind schon recht schmutzig, gell? Ja, es ist interessant. Haben wir so viele Vögel? Ja. Das muss, diese drei Platten, vier, müssen irgendwie einen ganz speziellen Reiz haben, dass die Vögel genau hier drauf kacken. Genau hier drauf. Um den Kamin hier drauf gekackt. Ja. Aber wie ist das jetzt? Muss ich jetzt alle zwei, drei Wochen raufgehen und putzen, oder? Ja. Naja, schon gut. Nein, auch bei der Planung, ich habe sehr viel Hirnschmalz investiert für die Planung, um die Panels auszulegen. Man sieht, es hat gesamt 8 in der Breite und 10 in der Höhe. Und so ein Block hier hinten, diese 20 Panels, ist ein String. Also hier oben gibt es gesamt 4 Strings. Und zwischen all zwei Panels, ich hatte genügend Platz, habe ich ein bisschen einen Durchgang stehen lassen, damit ich einfach als einfacher putzen kann. Und beim Planen ist es wichtig, intelligent zu planen. Dann kann ich auch einfach hier aufstehen mit einem Schlauch, das abzuspritzen oder abzubürsten. Geht einfach. Muss ich hier auch noch machen. Aber jetzt ernsthaft wegen dem Putzen, muss man das jetzt wirklich einmal im Jahr machen, oder? Also, weil es hat ja jetzt schon eben Schmutz drauf. Es hat viel Schmutz, ja, das muss man schon. Wie ist das? Man sieht auch hier, es ist schon recht, sag mal, Blütenstaub hat drauf, Regentropfen sind hier drauf. Und der erste Panel habe ich ganz früh gemacht, der ist schon richtig trüb vom Blütenstaub, ja. Ich würde sagen, im Frühling und Herbst einmal putzen. Das
bleibt nichts anderes übrig. Ja, weil sonst nimmt es ja die Sonne zu wenig auf. Oder? Genau, also irgendwann. Ist es effektiv so? Ein bisschen ist nicht schlimm, ein bisschen ist nicht schlimm, aber irgendwann, wenn es zu viel ist, dann nimmt die Leistung auch ab. Und eigentlich muss man sagen, auf den Winter reinigen, denn im Winter gibt es weniger Strom und dann muss sie super sauber sein. Im Sommer hat man eh genug Strom, hat man immer überflüssig Strom, da muss man schauen, ob sich das auch lohnt. Also wir werden es ja auch merken, wenn es nicht mehr, wenn die Panels zu schmutzig sind, wenn das Auto nicht mehr laden kann. Ja. Wenn der Saft nicht mehr kommt. Wenn der Saft nicht mehr reicht zum Rumfahren. Ja. Gut, also ich mache jetzt wirklich mal vorwärts. Ja, genau. Und dann kannst du das übernehmen. Jawohl. Jetzt brauche ich noch den Dock. Also ich muss sagen, es geht je länger, je besser auf dem Dock. Ich bin wirklich nicht mehr schwindelfrei. Früher. Ja, war alles kein Problem, aber mit dem Alter fängt es leider an. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Es ist ziemlich angenehm. Ja, es ist, fühlt sich sicher. Also, es ist, ja, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, fühlt man sich sicher, oder? Und man hat ja auch so ein Sicherheitsgestellchen an. Und dann ist man sowieso sicher. Ja, apropos Gestellte, da, das ist, ich habe schon viel mehr Solarzellen Videos angeschaut, auch von Professionellen. Die hatten nur das Gestellte an, aber sie waren nirgends eingehängt. Müsst ihr mal schauen, das ist mega lustig. Ja, das nützt. Sie haben eins an, aber nicht angemacht. Wo hängst du jetzt das Seil ein? Hier, ganz einfach. Zack. Das hänge ich einfach hier hinein. Ja, fällt. Das ist, die ganze Schiene ist befestigt über x Schrauben. Geht das gut? Hier drin ist so eine Auffangrichtung, heißt, das hier kann ich das spannen, je nachdem, dann hängt es. Und wenn ich wirklich mal vom Dach runterfälle, dann ist es so ganz einfach vernäht ineinander und dann zieht sich das so heraus. Und dann ist das tiptop. Muss ich schauen, ich muss noch. Man merkt schon, ich bin schon zwei, drei Wochen nicht mehr oben gewesen. Ich muss immer wieder überlegen, wie ich das Ganze hier mache. Es soll ja irgendwie professionell sein. He? Aber ich hänge mich jetzt zuerst ein und mache die anderen Schrauben noch. Ja, das bringt es so mit sich, wenn man in die Ferien geht, dass man da ein bisschen einen Stopp hat. Ja, ich muss nur schauen, wo das kann ich dir helfen? Geht schon. Ich drücke immer so den Bauch raus. So. 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 Ah. Hä? Heftig. Ja. Da kann ich wieder nicht zuschauen. Unglaublich. Ja, wenn man angemacht ist, ist es nicht gut. Ich muss sie noch dort hinten. Also die halten echt, diese Solarzellen. Wir hatten schon vor ein paar Wochen Riesenstürme, gewaltige Stürme, und es hat alles gehalten. Das sind Abschlusselemente, die raufkommen. Abschluss. Abschluss. Also unten kommen auf die Profile kommen diese Kappen, sehen auch schön aus. Und am Schluss kommen hier noch diese Endprofile. Hier kommt die Solaranlage rein. Und hier unten ist auch die Abstützung, auch schwarz. Das schön, schön mit der Farbe passt. Die musst du jetzt zuerst anziehen, oder, diese Schrauben? Nein, die sind jetzt einfach so. Jetzt kommt die Platte zuerst. Jetzt kommt die Platte. Unser Auto hat heute Nacht auch ein bisschen Hafer bekommen, ein bisschen Strom. Wir waren in den Ferien, zuerst 8 Tage Toskana, dann eine Woche zu Hause und jetzt 5 Tage noch im Wallis. Und das war echt lustig in der Toskana. Haben wir extra geschaut, wegen Ladestationen natürlich. Ist ja wichtig, wenn man mit einem E-Auto unterwegs ist.
Und wir waren in Volterra, ein wunderschönes Dörfchen. Hat es geheißen, 3 Ladestationen hat es. Wollten wir am Abend, als wir ankamen, müde, erschöpft, Akku beim Auto ziemlich unten, haben wir gedacht, ja gut, gehen wir laden. Und von diesen 3 Stationen waren 2 defekt. Das war echt spannend, eine Herausforderung, aber es hat geklappt. So, Andi, ja, die Solar. Nein, diese Ladestation Italien ist wirklich so. Eine Herausforderung. Ja, es hat in der Toskana hat es. Also grundsätzlich funktioniert nur jede zweite Station, oder? Ja. Und wenn es steht, 10 Ladestationen, die haben einen Schreibfehler gemacht, es sind 2 Ladestationen. Und ja, es war echt ein Abenteuer, kann ich so sagen. Ja, das war interessant. Habe wieder viel gelernt. So, auch das eine Solarzelle. Die ist überhaupt nicht schwer, kann man sehr gut so runtertragen. Jetzt haben wir hier Solarpanels, haben immer eine Plusseite. Eine ist Plus, eine ist Minus. Es ist auch keine Hexerei, die kann man gar nicht verkehrt anstecken. Und ja, muss ich das vorbereiten? Muss ich halten? Nein, du musst nichts halten. Nicht so. Habe ich bis jetzt auch immer alleine machen können. Und es sollte funktionieren. Es sollten keine Kabel am Boden kommen. Das ist noch wichtig bei der Montage. Ziel ist es, dass die Kabel nicht mit dem Wind auf dem Dach reiben und sich durchficken, dass dann irgendwie das kaputt geht. Muss man nicht rausschneiden, ich schwenke schnell rüber. Schöne Aussicht. Schöne Aussicht. So, jetzt. Also. Was auch cool ist, dass bei der Anlage braucht man immer ganz viele Kabelbinder. Und es gibt so ganz spezielle Kabelbinder, habe ich auch mitbekommen. Die kann man so ins Profil hier hineinhaken. So, zack. Und das funktioniert echt cool. Da kann man alles anmachen, so wie es soll. So, jetzt muss ich das irgendwie hinlegen. Es wird wieder warm, die Sonne scheint. Hey, wir haben endlich wieder mal ein bisschen Wärme. Also in der Toskana hatten wir sowieso warm. War echt schönes Wetter. Wallis war es eher kühl. Und jetzt sind die nächsten 10 Tage etwa 30 Grad im Schnitt. Und dann wäre es natürlich toll, wenn da endlich mal eingespiesen werden kann. Oh, Raspinest. Oh ja. Wo? Da unten. Muss ich schauen, dass die Wespen mich nicht stechen. Hier. Irgendwo haben die ein Nest. Und mal schauen. Diese mutierten Wespen, das sind keine normalen Wespen. Was sind mutierte Wespen? Ja, die mit den langen Beinen. Achtung, Schuss. So. Können jetzt diese Wespen, jetzt angenommen, die würden bei der Solaranlage etwas bauen, geht die nicht kaputt? Nein. Die müssen jetzt wirklich echt viel, wie sagt man, echt viel Kabel durchbeißen. Das ist jetzt ein 6 Quadratmillimeter Solar. Kabel, auch die ich verlegt habe, die sind doppelt ummantelt, solarfest und ziemlich nagelfest und alles.
Wasser. Ja. Ganz einfach zum Einhängen, habt ihr gesehen, reinstecken, drehen und hält. So, das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr am Abgrund. Und jetzt kommt die nächste Solarpanel. Jetzt bin ich wieder im Schuss. Jetzt weiß ich, wie es wieder geht. Immer die erste Panel nach 2-3 Wochen Pause ist immer wieder, muss ein bisschen überlegen. Eigentlich sollte man es einem Rutsch machen, geht dann auch schneller. Aber wie ich schon gesagt habe, man kann nicht alles auf einmal. Das nächste Paar. Wie sieht das jetzt aus mit diesen Pedals auf dem Dach? Wir haben ja ein E-Auto. Das haben wir ja im Frühling vor einem Jahr gekauft. Und unser Ziel war es damals schon, Solarzellen raufzupappen auf das Dach, um eigentlich selber Strom für das Auto zu bekommen, damit wir da unabhängig sind. Aber wie ist das mit der Leistung? Also reicht das jetzt für das Auto und das Wohnhaus und den Betrieb? Oder wie ist das? Also die Leistung von der Solaranlage ist so, einer hat mir immer das Gefühl, ich mache ein paar Solarzellen aufs Dach und das reicht für Wärmepumpe, für Auto, für das ganze Haus, das ganze Jahr. Physik sagt nein. Und also wenn ich eigentlich... Also wir haben vermutlich genug Strom, um Strom zu produzieren und Elektroauto zu laden. Für eine Wärmepumpe, um das Haus zu heizen, müsste ich das ganze Scheunendach belegen. Und das ist 100 Kilowatt, nur um das Haus hier zu heizen. Funktioniert nicht so einfach. Aber unser Strom soll einfach reichen, damit wir plus minus die Stromkosten vom Jahr wieder drin haben. Also wir haben eine 30 Kilowatt Peak-Anlage, Jahresverbrauch ist etwa 30.000 Kilowatt und wir produzieren jetzt etwa so viel, wie wir brauchen. Das ist sicher mal die Grundidee und wenn wir sagen, ich habe noch mehr Lust und mehr Motivation, um nochmals ein bisschen mehr Solaranlage aufzubauen, dann würde ich weitermachen, so in Etappen auf dem Scheunendach. Denn Kosten, ganz spannend. Der Strom ist vom letzten Jahr auf dieses Jahr 30% gestiegen bei uns. Und geplant habe ich das letztes Jahr, schon alles eingekauft. Und die Amortisation hat schon gezeigt, in 1 bis 2 Jahren ist das amortisiert. Und dann müsst ihr euch vorstellen, 20 Jahre gratis Strom. Also wenn man das es ist geil. Macht, wenn man es selber macht, oder? Was meine, ist das? Man ist jetzt auf dem Dach, man schwitzt. Aha. Und die Kosten sind, kann ich euch sagen, die ganze Anlage, die Panels, das Gerüst hier, die Unterdach, hat irgendwie 23.000 Franken gekostet. Echt guter Preis, muss ich sagen. Der Handwerker kommt noch, der Elektriker kommt noch dazu. Das darf ich auch nicht selber machen, mache ich auch nicht selber. Und eine Offerte, eine andere Offerte, haben wir schon gehört, es geht um 60.000 Franken und aufwärts. Die haben jetzt echt viel zu tun und es wird auch nicht günstig. Und muss man vorstellen, wenn ich 60.000 Franken investiere, dann kann ich ein halbes Jahr ja Ferien machen. Also ich habe ein halbes Jahr Zeit, um die ganze Anlage auf das Dach zu montieren. So, in diese Richtung. Ja, und Andi ist da eh so begabt. Er hat sich da selber schlau gemacht. Mit YouTube-Filmen schauen, Berichte lesen. Und er ist so einer. Er packt ein neues Projekt an und zieht es durch. Ich möchte einfach wissen, wie es funktioniert.
Und ich habe mich jetzt echt viel informiert. Ah ja, PV-Forum, ein super gutes Forum. Da kann man alle Fragen stellen. Eine ganz gute Community dort macht das. Wenn es euch interessiert, geht auf pvforum.de irgendwie so. Aber es findet ihr sofort. Und dort wird euch geholfen. Es hat so viel zu lesen. Also ich bin echt lang am Lesen gewesen. Und es bringt was. Also wenn es euch interessiert ist, macht das. Ist sowieso, wenn du interessiert bist, eine Solaranlage selber aufzubauen, mach das. Es ist gar nicht so schwer. Echt nicht so schwer. So. Und dann geht das hier. So. Jetzt muss ich das schlau machen. Jetzt bin ich unten. Jetzt muss ich das hier machen. Ja. Ich vorbereite. Mental wie auch mit dem Material. Ja, es hilft schon, wenn man alles ein bisschen vor Ort machen kann, wenn man es hinlegt. Das funktioniert. So. So, da ging das. 420 Watt hat so ein Dach, also ein Panel leistet, habe ich glaube schon gesagt. Aber ist auch nicht so schwer. Jetzt läuft es tipptopp, jetzt weiss ich wieder, wie es geht. Bist du wieder im Jetzt bin ich wieder im Fluss. Ja. Jetzt kommt das hier. Die muss man reinstecken, bis Klick macht. Klick, habt ihr es gehört? Jetzt kommt das noch hier hin. So. Und dann mit der Zange abschneiden. Zack. Dann ist das gemacht. Ist das verbunden? Und jetzt auf die andere Seite? Nein. Ah nein, das kommt nachher nach oben, das ist das linke. Das ist das nächste. Habe ich auch schon vorbereitet. Jetzt legt man es einfach hier nach unten. Wieder ausrichten. Jetzt kommt viel näher. Ich muss verschoben jetzt. Man muss schauen, dass es geht. Und dann diese hier. Dass ich auch noch etwas gemacht habe. Ja. Ha! Ich habe eine Halterung bewegt. Yeah! Nun ist eins, ein Panel installiert. Also wenn man es draus, wenn man weiß, wie es geht, also wenn man weiß, geht, wenn man es mal draus gekriegt hat, es funktioniert, geht das zackig. Ja. Aber diese Panelsets, sind die sozusagen auch ein bisschen eine Isolation jetzt für das Dach? Oder nicht wirklich? Nein, es ist. Es schützt einfach die Dachhaut. Also ich hoffe auch, dass das Dach dadurch auch länger hält. Ist natürlich vom Unwetter, vom Wetter ein Schutz. Es ist schwarz, es wird heiß. Die Luft kann durchziehen. Es ist einfach eine zweite Dachhaut, die ein bisschen Schutz gibt. Das Unterdach, Isolation. Vielleicht wird die ganze Wärme nicht direkt ins Haus hineintransportiert, dass man es ein bisschen abtransportieren kann, aber keine Ahnung. Ich sage eh nein.
Teil schon montiert. Montiert? Ja. Hi. Montiert. Ich denke, so geht es weiter. Ja. Video ist schon lange. Mhm. Viel zu lange. Ja, einfach möchte noch ganz schnell sagen, eigener Strom ist ganz wichtig. Mhm. Es wird immer teurer, wird sicher nicht günstiger. Mhm. Was günstiger wird, sind Solaranlagen. Und macht es drauf, habt euren eigenen Strom, habt euren eigenen Fun. Es ist wirklich interessant, spannend, den eigenen Strom zu produzieren. Auch für die Sicherheit, also auch unsere Sicherheit, mhm. wenn es mal keinen Strom gibt. Dann hat man doch etwas. Ja, also man muss aufpassen, Solaranlagen haben keinen Strom. Wir haben erst eigenen Strom, wenn wir die Batterie haben mit Notinselfunktion. Ah ja, genau, sonst stimmt. Geht es ja gar nicht. Ja, aber genau. Das kommt da ein anderes Mal, möchte ich auch noch machen, möchte ich auch noch passen. Und ja, jedenfalls ist unsere Solaranlage, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sagt, oh, ich möchte mehr wissen über das, ich möchte mehr wissen über das, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja, fragt, was ihr fragen wollt. Vieles kann ich mittlerweile beantworten. Immer ohne Garantie natürlich. Und nein, ich schätze, auch ich schaffe das mit Toleranz von 2-3 cm. Funktioniert das. Es muss einfach halten, windfest muss sein. Es sieht toll aus. Ich denke, es wird funktionieren. Es ist keine Raketentechnologie. Mhm. Wobei Solarzellen kommen von der Raketentechnologie. Aber jedenfalls, habt Mut. Schaut, lest euch rein, probiert es mal. Oder es hilft auch nur schon zum Planen, wenn man sieht, dass es ganz einfach ist. Und es lohnt sich wirklich. Ich meine, die Solaranlage ist eine Investition für die Zukunft. Ich habe es gesagt, 20 Jahre gratis Strom. Mhm. Das ist mal cool. Das war eine Ansage. Ja, das ist so. Wir können ein bisschen rumfahren mit unserem Auto, mit unserem eigenen Strom. Und ja. Freue ich mich. Ja, bin ich gespannt. Ein bisschen unabhängig sein. Mhm. Hat Vorteile. Auf jeden Fall. Gut, also. Also. Ich glaube, wir haben alles gesagt und sonst fragt es in den Kommentaren. Andi arbeitet noch weiter, ich gehe Frühstück machen. Gut. Also. Also, wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss. Zum Glück habe ich meine Barfußschuhe angezogen. Ja, also apropos Barfußschuhe, die gehen echt gut. Aber wenn man so einen Tag auf dem Dach ist, man merkt schon in den Füßen, oder? Und ich hatte Barfußschuhe, die sind einmal war fast 60 Grad extrem heiß und der Gummi hat sich aufgelöst. Mhm. Also die Sohlen sind runtergekommen. Ja, die habe ich gesehen. Aber ich muss sagen, man hat wirklich viel mehr Grip. Also ja, wie da mit den steifen Arbeitsschuhen, also finde ich super im Fall. Man steht echt gut. Ja, auf jeden Fall. Cool, also in dem Fall danke nochmal für die Zuschauung. Tschüss! Ah, das muss ich noch sagen. Alles, was ihr hier gesehen habt, ist immer ohne Garantie. Habe ich alles selber gemacht. Also all die Baumängel habe ich selber gemacht. Darum ist es auch nicht so schlimm, oder? Und wenn ihr seht, ah, da konnte ich besser machen, schreibt auch das in die Kommentare. Dann weiß ich das beim nächsten Projekt. Und wenn es euch gefällt, was wir hier machen, Kanal abonnieren und Daumen nach oben. Stimmt's, Priska? Jawohl, so ist es. Daumen nach oben. Yeah!